Ich habe am Anfang des Jahres beschlossen, dass ich mich zum Coach Matrix Inform ausbilden lassen möchte und hatte schon letztes Jahr gesehen, dass das Institut, HEDE-Institut, eben auch diese Mallorca-Intensivreise anbietet. Und letztes Jahr war es zu spät, mich dafür zu entscheiden. Und dann habe ich gedacht, dieses Jahr buche ich alles durch und habe dann gleich die Reise mitgebucht, um mir persönlich dann einfach auch nochmal was Gutes zu tun und mich auf dem Weg ein bisschen weiterzubringen. Das Mallorca-Intensivseminar sollte dafür da sein, dass ich mir mal nochmal was Gutes tue und so eine Erfahrung mache. Weil bis jetzt habe ich so ein Seminar noch nicht gemacht oder so eine Seminarreise. Und das wollte ich eigentlich mal ausprobieren für mich. Was ich sehr schön finde, wenn man in einem anderen Land ist, man hat wirklich den Abstand komplett zu Deutschland oder an Freunde oder so. Ich war wirklich ganz bei mir und habe mich komplett auf die Gruppe hier eingelassen. Und das wird ja auch jeden Tag intensiver, die Kontakte mit der Gruppe halt. Man kann besser sich auf sich fokussieren, wenn man auch in einem anderen Land ist. Und ich denke auch, man braucht eine gewisse Zeit. Diese Zweitagesseminare sind vom Ansatz her anders. Da geht es eigentlich wirklich darum, dass man was Neues lernt und sich für neue Dinge öffnet. Und hier, das habe ich eigentlich ohne Erwartungshaltung für meine private Weiterentwicklung genutzt. Seit dem Juni mache ich das täglich, Matrix in Form Anwendungen bei mir. Mache das auch schon im Freundes- und Bekanntenkreis. Und mir fällt das jetzt nicht so schwer, das umzusetzen. Also was mir schwerer fällt, ist, wenn ich so in die Theorie gehen muss, sprich, wenn ich so in bestimmte Themen einsteige und muss dann viel dazu schreiben oder solche Sachen machen, sag ich mal. Das fällt mir eigentlich ein bisschen schwerer als so die Praxisarbeit. Ich kannte Björn schon vorher von Level 1 und Level 2 und fand ihn da schon wirklich sehr, sehr gut. Und ich fand auch, wie er das rübergebracht hat und die Anwendung erklärt hat, ganz hervorragend. Und er war mir auch sofort sympathisch von seiner ganzen Art. Stefanie kannte ich von den 365 Tagen. Da hat sie ab und zu mal einen Beitrag dazu gesteuert und das fand ich eigentlich auch schon gut, aber ich kannte sie nicht persönlich vorher. Eine ganz tolle Person, muss ich sagen, und ich finde auch die beiden zusammen machen das sehr, sehr, sehr gut. Ich habe mich hier vom ersten Tag an wohl gefühlt, ich schlafe hervorragend, die geben sich ja unheimlich Mühe, das Essen ist wirklich toll, da gibt es überhaupt gar nichts dran auszusetzen. Auch hier so draußen, dieser ganze Bereich ist sehr, sehr schön. Die zentrale Lage ist prima. Also ich muss sagen, ich habe mich hier rundherum wohlgefühlt. Also was ich eigentlich jedem empfehlen kann, der eben sich damit beschäftigt, so eine Seminarreise für sich in Erwägung zu ziehen, ist wirklich das Erlebnis oder die Erfahrung der Gruppe. Das ist unheimlich dynamisch, das ist sehr persönlich, sehr eng. Man wird nachher wirklich wie eine Familie. Man lässt sich wirklich gegenseitig am Leben teilhaben, auch an den Problemen, die da sind oder da waren. Und man entwickelt sich schon allein durch die Gruppe weiter. Allein schon das ist einfach unheimlich eine wertvolle Erfahrung, würde ich sagen. Und ich sage mal, ein Intensivseminar oder überhaupt ein Seminar zum Thema Selbstverwirklichung, denke ich, ist auch für jeden gut, weil wir sind ja alle noch nicht fertig mit dem. Und es gibt immer noch was man verbessern kann. Und allein schon das intensive Auseinandersetzen mit den Lebensbereichen, die einen umgeben, allein schon das finde ich sehr sinnvoll.